So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Müllspiel. Diesmal werden wir dann aber auf das andere Team switchen, weil die sind hier alle ein bisschen jüdisch im Kopf bei York, offenbar. Und denken sich, verteidigen, wozu sollte ich denn sowas? Das reicht aus, wenn ich bei denen in der Base campe, dann können die 3, 4, 5, 6.000 Leute, die dann da durchkommen, machen, was sie wollen. Das ist nicht weiter tragisch, das macht jeder, das ist cool, das hat Zweck. Das ist weg, das ist YOLO, das ist Fick mit Polo. Tja, hast du es bald mal hier mit einer Schlacht, meine Fresse. Es hätte vollkommen gereicht, wenn sie es auf 30 Sekunden gesetzt hätten. So, kann man schon mal das Müllteam wählen. Ja. Aber man kann ja eigentlich kein Team wählen, man kann hier eigentlich nur wie bei den Wahlen immer das kleinere Übel wählen. Das ist immer so. Ach Gott sei Dank haben wir wieder diese Müllfresse. Das hättest du noch nicht machen sollen. Die X können wir nachher drücken, wenn wir da sind. Ich meine, Rennen reicht jetzt erstmal aus. Wenn wir da sind, können wir auch dann X'en. Guck mal, du bist hier Chuck Norris, die kleine Hartz-IV-Figur. Ich habe X gedrückt, ne? Spiel, danke. Oh, guck mal, da flog der Kopf ab. Da flog die Muschi vom Kopf ab. Ja, mir dreht es gerade ein bisschen in den Augen vor Freude. Was geht denn hier bei euch ab? Aber wenn du jetzt noch zielen könntest. Hat leider den falschen getroffen, schade. Okay, der leckt ein bisschen, der kann sich wieder kein Internet leisten, ist wohl wieder bei der Telekom. Oder bei Kabel Deutschland, ist ja beides ziemlich behindert. Ja, oder er ist einfach bei der Judencom. Die Judencom macht natürlich auch interessante Sachen. Aber guck mal, weißt du, renne ich einfach an dir vorbei, da kenne ich gar nichts. Ja, da kennt er auch gar nichts. Guck mal, voll in die Judenschnauze. Guck mal, voll in die Judenfresse. Ja, komm, renn weg einfach. Ja, kills weg, aber die Fotze kann natürlich Insta-Kind machen. Das hat, sie bei ihrem Vater, den kleinen Adolf, abgelesen. Sag ich dir jetzt und sag ich dir jeden Tag wieder. Nein, so, Z habe ich gedrückt, ne, du Dreckspiel. Falls du kein Z auf der Tastatur vorfindest, liebes Dreckspiel, dann fick dich mit deiner amerikanischen Drecks-Hartz-IV. Tastatur, denn amerikanisch ist hier sowieso keiner, beziehungsweise englisch. Außer vielleicht so ein paar unarische Idioten vom NSA, die da mitspielen wollen. Naja, flieg auf die Fresse. Ja, weißt du, Arkadian, du fetter Jude, der sich, ja, überall einmischen muss. Oh, das hat man sogar mal geschrieben, ohne dass man hier von diesem Drecksspiel. Mann, steck dir deinen Charge in die Fotze, Alter, Ich besuche diese Missgeburten, die das gesprochen haben, persönlich und stech sie alle einzeln ab. Ich stech die ganze Judenfamilie ab. Kannst du das mal bitte markieren? Es stinkt. Oh, du Müllgesicht. Oh, du Müllgesicht. Gibst du mir, du Müllgesicht. Oh, hast du abgeblockt? Ja, was interessiert mich das denn? Oh, toll, ne? Guck mal, kann ich auch. Tschüss, du Müllgesicht. Gut, dass der Müllgesicht-Kollege davon nichts mitgekriegt hat. Wenn man noch denkt, er ist im Müllgesichtland sicher. Ja, komm, schlag zu. Ja, das solltest du machen, Spiel, genau das. Alter, nicht etwa deine Mutter bei Facebook adden und sie als Schwure bezeichnen und sie dann mit Hitler in eine offene Beziehung schicken. Nein, sondern genau das. Das solltest du machen. Kennt man ja, Spieler, die keine Lust haben. Jetzt reicht's mir, eindeutig. Audio-Einstellungen. Was ist denn das? Nee, SFX ist dann wieder doof, weil dann nimmt man nicht die Fotze so explodieren, wenn man gegenschlägt. Das ist doof. Könntest du mal ausprobieren. Ach, ich würde sagen, praktisch. Z das markieren und. Buff, aber nö. So, das war kurz mal wieder die Meinung zu diesem Spiel. Da haben sich da so ein paar Müllkinder, aber die muss man sich nicht wirklich kümmern. Weil eigentlich reicht das vollkommen aus, wenn man sich hier um diese Judenkanone kümmert. Die immer schön weiter vorankommt. Praktisch, nicht wahr? Die kommt auch voran, ohne dass man YOLO heißt. Ja, das sind mir dann doch jetzt gerade ein paar zu viele gewesen. Weißt du, hier einfach, weil du hässlich bist. Deswegen, und weil du wahrscheinlich ein Edeka-Keks bist. Na komm her, du Mistkind. Ja, die Müllratte kann das natürlich. Genau. Senior Glitchy muss Judy. Dos Maximus. Ich geb dir gleich mal Rage Cage, du Fotze. Aber immerhin war SFX jetzt die richtige Wahl.
Ja, im Video wird man diese Missgeburt wahrscheinlich gar nicht mehr hören, praktisch. Ja, guck mal, das Spiel hat gescheckt, dass ich irgendwas gedrückt habe. Hey, das Spiel hat Tastenunterstützung. Los, lass mich diese scheiß Wand hochklettern. Schneller, du Dreckspiel. Los, schieb mich an mit meinem fetten Arsch. Och. Ist sehr praktisch. So, dann springen wir hier rüber und klopfen mal diese YOLO-Tür an. Hallo. Ja, kümmer du dich mal darum. Ich habe sogar dich markiert anstatt den Gegner. Praktisch, glaube ich. Was passiert, wenn voll aufgeladen ist? Auch okay. 69. Witzig. Ja, da ist diese kleine YOLO-Tür kaputt gegangen. Was will der denn jetzt, Alter? Ja, danke, dass du mich getroffen hast, ne? Das war sehr praktisch. Sah ich ja nur zu gerne. Wo ist dieses Mistkind hin? Genau. Genau. Omatose, du bist der Jude des Tages. Du hast einen Freiplatz in einer. In. Aus. Nee, keine Ahnung. In einer Gaskammer. Erhalten. Ja, beleb mich nicht wieder, weil du einfach zu doof dafür bist. Nö, guck mal, da könnten Bogenschützen sein. Lass mal den wiederbeleben. Ja, das interessiert mich nicht, was du da schreist, du behindertes Kind. Ich habe dich ja schließlich so gut hier gemutet, ne? Und es soll so relativ egal sein. Gut, dass das Spiel wieder so sehr. Dass das Spiel einen so sehr sich dafür interessieren tut, Alter, was man nun gemacht hat, ob man jetzt diesen Judenkind. Ob man dieses Judenkind nur markiert hat oder nicht. Das interessiert das Spiel richtig. Was willst du denn jetzt, du Plastikkind? Oh, Entschuldigung. War du der Falsche? Tja, da ist der Kopf abgeflogen, das tut mir leid. Du darfst ihn natürlich hinrichten, ich erlaube es dir. Bin da gar nicht so. Es tut mir auch leid, dass ich dich irgendwie getroffen habe. Ja, richte ihn auch hin, aber sonst gibt es ja keine Extrapunkte und so, kennst du. Na gut, was gibt's denn hier noch so? Gibt's ja vielleicht noch ein paar Juni aufs Maul wollen? Ja, Mr. Bogen-Dings, du kommst ein bisschen seltsam. Bring den da mal um, weil der stinkt. Bring ihn halt nicht um. Bring den mal um, weil der stinkt noch mehr. Der stinkt mit seiner Fotze bis hier rüber und die riecht ziemlich nach Fisch, also von naja, bring mal um. So, der Sticker brauchen wir hier nicht. Gut. Oh, da liegt Senior Müllgesicht rum. Das ist schön. Und ja, ich nenne alles Müllgesicht, ich nenne alles Hitler, ich nenne alles Müllgesicht, ich nenne es einfach so. Wegen Jodo und Zweck, kennst du. Ja, das hätte jetzt in irgendeiner Welt, die sich Realität nennt, getroffen. Und in irgendeiner Welt würde er sich jetzt denken, boah, du Huren, so. Genauso wie ich. Drück mal auf X, ne? Drück mal auf die Tube, danke. Ja, nicht T, sondern Z, du T, die Spiel. Was geht denn bei euch ab? Ja, nö. Ja. Genauso wollte das auch Hitler. Hat er mir gestern erst wieder in seinem Buch verraten, Mein Kampf. Da hat er immer so geheime Nachrichten an mich gesendet. So Sachen, die er eigentlich wollte. Und dann sind die natürlich ganz anders gekommen, weil irgendwie keiner hat ihm zugehört. Und keiner hat sich für ihn interessiert und dann hat er mir dann halt so die Geheimcodes gegeben, die er mir in seinem, die er in seinem Buch reingeschrieben hat. Und dann sind da halt so Geheimcodes, wie zum Beispiel, ich hasse Juden und da steht dann eigentlich, Juden sind voll scheiße und die gehören dann alle in die Gaskammer. Und Juden sind jüdisch und was man nicht noch so alles über Juden wissen müsste, ne? Das ist sehr interessant. Sich mal mit so einem kleinen Hitler zu unterhalten, kann ich jedem nur empfehlen. Ist auf jeden Fall spannender als dieses Spiel. Was müssen wir eigentlich machen? Ach, da oben erobern, stimmt ja, da war ja was. Ja, cool, du blutest und das sieht mich aber gerade nicht so sehr. Aber da gibt es schon wieder spannendere Dinge, die mich interessieren würden. Zum Beispiel dieses hässliche Missionsziel da oben, ne? Da kann man ja auch mal hingehen. Ach, guck mal, die hin. Ach, ja, typisch Noobs. Ach, guck mal, lass mal. Siehst du, deswegen bin ich nicht mehr im York-Team. Also in diesem Drecksteam. Denken sich, ach nö, weißt du, heute weg vom Camperplatz? Nee, pff, ich doch nicht. Na gut, das war wieder War of the Müll für heute. Oder für weiß ich wann, weiß ich wie lang. Das ist wahrscheinlich sowieso schon ein paar 3 Millionen. Ich werde wahrscheinlich mit War of the Scheiße mehr Parts machen als Gronkh mit seinem Kackkraft. Ich meine Minecraft. Und ja, von daher, wie. Aua, das war mal ein Finger. Nagel. Jetzt ist es ein Stück Scheiße. Gott, mir fehlen noch 18.000 für eine Handrohr. Na gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.